ein Strom in Sibirien ist gewaltiger als der Jenissee auf dem Weg zu den Meeren des Nordens. Der Fluss und die Menschen, die an ihm leben. Zu Gast bei Jägern in einsame Wildnis. Im Sommer im Land der Tuwinen, die sich ihrer Tradition besinnen. Die Suche nach Gold, das war einst die Sache der Sträflinge. Sommertage in Sibirien, die russische Lust am Leben. Flussaufwärts am Jenissee. Keine Straße, nicht einmal der Pfad eines Jägers führt ins Quellgebiet. Landung direkt an der mongolischen Grenze. Ringsum Wildnis, kein Dorf, keine Stadt. Ein bisschen ist strittig, welcher der Bäche zum großen Strom werden soll. Andrei, der mitgereiste Jäger, weiß es genau. Da, das ist der Jenissee. Wir befinden uns irgendwo hier an dieser Stelle, fast ein Kurort hier. Es gibt Thermalquellen, die 70 Grad warm sind. War die Grenze immer so offen wie jetzt, auch in der Sowjetzeit? Es gibt jedoch keine Leute. In der Sommerzeit stellten sie früher ein paar Grenzposten auf. Das ist alles. Heutzutage kommt keiner mehr hierher. Eine Grenze so entlegen, dass ganz gegen alle russische Gepflogenheit der Natur die Bewachung überlassen bleibt. Der spätere Strom als schmaler Bach, so wechselt der Jenissee ins russische Imperium. Und irgendwo dort im Bergmassiv der Mongolei hat er seine Quelle. Der Jenissee, über 4000 liegt im Herzen Asiens. Die Reise beginnt im Quellgebiet. Als großer und kleiner Jenissee kommt er über die Grenze der Mongolei. Zusammenfluss in Kyzyl, der Hauptstadt von Tuwa, als Republik ein Teil Russlands. Dort, wo er sich im Gebirge nach Norden wendet, in Stauseen gezähmt. Zu Schiff von Abakan nach Krasnojarsk, der alten sibirischen Metropole. Nördlich davon die geschlossene Plutoniumstadt Krasnojarsk 26, das Ende der ersten Etappe. Die Einsamkeit eines Paradieses, wo der Jenissee seinen Weg beginnt. Die ersten Menschen, auf die er trifft, muss man lange suchen. Landung auf dem Eis, das dick genug ist, den Hubschrauber zu tragen. Schon nach 100 Kilometern ist aus dem Bach ein Fluss geworden. Jäger, die über Wochen in der Wildnis leben. Auf dem Buran, dem Motorschlitten, bringen sie ihre Beute heran. Der Hubschrauber soll sie in die nächste Stadt bringen. In den Säcken sind Fische, tiefgefroren bei klirrender Kälte. Lohnender sind die Zobel, die André von Freunden übernimmt. Ein Fell bringt 100 Dollar auf der Auktion. Und was bekommen Sie? Für uns ist es viel weniger, zwischen 1000 und 2000 Rubel. So viel bekommen die Jäger. Reicht das zum Leben?
Es reicht gerade. Mit dem, was der Jäger in 3 Monaten erjagt, muss er das ganze Jahr auskommen. Denn er findet ja keine andere Arbeit. Es reicht für Mehl, für Benzin. Das ist natürlich hart. Aber man kann hinkommen. Ein Blockhaus am Rande der Ewigkeit. Hier wollen wir bleiben. Gastgeber Wladimir lädt zum Willkommensschluck. Nicht Wodka, nach der Art des Landes. Kumpane Jewgeni hat den Bohrer schon angesetzt. Das Eis 1 Meter dick, das Wasser darunter frisch aus dem Gebirge. Die erste Kostprobe am Jenissee. Trinken Sie. Man kann nicht einmal sagen, dass es kalt ist. Es ist einfach gut. Besser als Wein. Ich würde nicht sagen, dass es besser als Whisky ist. Doch für die Gesundheit ist es sicher besser. Whisky gibt es auch am Abend nicht, aber ein warmes Feuer und heiße Diskussion. Die unendliche Geschichte vom Schicksal Russlands. Hader mit der Obrigkeit, Gesetze, die lästig sind. Legal kann man hier doch gar nicht existieren. Nur illegal. Sie haben gesehen, dass der Hubschrauber unsere Fische mitgenommen hat, weil wir Angst haben, dass man sie bei uns hier findet. Das kostet 200.000 Rubel Strafe. Dabei fangen wir doch nur, um unsere Familien zu ernähren. Und die Hoffnung, dass die Demokratie besser wird mit Putin? Ich finde nicht, dass die Demokratie bei uns real ist. Unter uns gesagt, es geht bereits zurück. Die Herrschenden kriegen leise alles wieder in den Griff. Das riecht nicht nach Demokratie. Jäger in der Einsamkeit. Aber sie sind wach genug, um den Weg Russlands zu verstehen. Das traurige Lied vom Alltag. Kein Hindernis für fröhliche Gastfreundschaft. Dort, wo die Strömung stark ist, gefriert der Fluss nicht einmal im tiefen Frost. Im Sommer aber ist er noch tückischer. Nach der Schneeschmelze ein reißendes Gewässer, schiffbar nur jenseits der Stromschnellen. Die Reise zu entlegenen Dörfern am Oberlauf schließt deshalb den Landweg ein. Der allerdings hat es in sich. Weiter im Boot. 300 Kilometer von der Quelle entfernt liegen die Dörfer der Altgläubigen. Schon in der Zarenzeit flohen sie in die Einsamkeit. Eine Landschaft, auf der ein Zauber liegt, fern jeder Regierung und fern dem süßen Gift der Zivilisation. Man nennt sie Altgläubige, weil sie an alten Traditionen orthodoxen Glaubens festhalten. Dazu als Gottesgebot die Regeln, kein Kaffee oder Tee und schon gar kein Wodka. Freudig begrüßt im Dorf, allein von den Tieren. Die Bewohner fürchten die Kamera, denn auch Radio und Fernsehen gehören in das Sündenregister. Die Landwirtschaft wohl geordnet, wie selten in Russland. Einer war schließlich bereit, mit uns zu sprechen. Jerofimow erklärt das Geheimnis seiner Gemeinde.
Die Arbeit, das ist unsere Tradition. Alles hängt vom Menschen ab. Unsere Religion gebietet zu arbeiten. Das wird weitergegeben von Generation zu Generation. In der Stadt ist das anders. Da gibt es Straßen und man verlässt sich auf andere. Hier aber kann man sich nicht auf andere stützen. Man muss alles selbst machen. Wir sind weit ab vom Schuss. Sie haben ja selbst gesehen, wie schwer es ist, hierher zu kommen. Könnte Ihr Leben ein Rezept sein für das künftige Russland? Die Zukunft Russlands. Was soll ich sagen? Ich kann nur für uns hier sprechen. Hier weiß man, dass man viel arbeiten muss. Wenn du arbeitest, bekommst du etwas. Ohne zu arbeiten, kommst du nicht durchs Leben. Ein russisches Utopia. Aber ohne Tee und Wodka, was wäre das für ein Russland? Ob Sommer oder Winter, es ist ein fremdes Russland, das der Jenissee an seinem Oberlauf durchfließt. So entlegen, dass keine Eisenbahn dorthin führt. Tuwa heißt die Region, die Heimat des Volkes der Tuwinen. Ein Land der Mythen und Legenden, das auf andere Götter hört. Und wie Sendboten dieser Götterwelt die Herde wilder Yaks. Wir sind näher am Himalaya und an Tibet als an Moskau. Das ist ihre stumme Botschaft. Der Jenissee, befreit von der Maske des Winters, zeigt sein Gesicht. Wenn er die tuwinischen Steppen erreicht, ist er schon ein weiter Strom. Seine Ufer waren über Jahrtausende die Bühne großer Geschichte. Einfallstor der Eroberer aus der Mongolei und China, auch die Horden von Genghis Khan zogen über sie hinweg. Schließlich kamen die Bolschewiken. Kyzyl, die Hauptstadt der Republik Tuwa. Erkennbar, wer für die Stadtgeschichte die Patenschaft übernimmt. Lenin, der vorgab, die Völker befreien zu wollen, wies den Weg in die Tyrannei. Der schönste Ort der Stadt, das Museum. Eine Fundstelle für Archäologen und Völkerkundler. Steinerne Boten aus der Geschichte von Jahrtausenden, in denen das kleine tuwinische Volk unter Okkupanten litt. Die letzten Wunden schlug die Herrschaft Stalins. Konin Lobsan ist schamanischer Priester und Professor, der mit den Worten eines Weisen spricht. Am Himmel gibt es große und kleine Sterne. Wenn sie alle leuchten, wird der Himmel reich und schön. Wenn man aber all diese großen und kleinen Sterne beseitigt, wird der Himmel zu einem schwarzen Himmel. Deshalb müssen auf der Erde große und kleine Völker leben. Der Mensch ist das Wichtigste. Das ist der größte Reichtum des Erdballs. Die Kommunisten haben den Reichtum genommen und die Kultur verwüstet. Tausende von buddhistischen Priestern und Schamanen erschossen, ihre Tempel verbrannt. Die Nomaden der Steppe wurden in Kolchosen gezwungen. Und schließlich legten die Kommunisten auch den Jenissee in Ketten. Dort, wo er einst durchs Gebirge nach Norden stürmte, heute ein gewaltiger